Wollte Polen einen Weltkrieg provozieren? Und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag. Das sind einige unserer Themen. Cybrothel. Im Puff der Puppen. Ball weg. Neuer Haftbefehl. Artemis. Freddys Mondgeheul. Song. Plötzlich eine Frau. Wollte Polen gestern Abend einen Weltkrieg provozieren? Oder waren es wieder einmal US-Geheimdienstkreise? Die Bild-Zeitung gab nach entsprechenden Meldungen eine Titelseite in Druck, die heute früh von allen Kiosken schrie: Zwei Tote, Putin feuert Raketen nach Polen. Andere Medien berichteten ähnlich. Und für weitere Informationen: In einem polnischen Dorf in der Nähe der ukrainischen Grenze sind heute Abend zwei Menschen nach einer Explosion gestorben und es sollen russische Raketen für diese Explosion verantwortlich sein. Das meldete zunächst ein lokaler Radiosender, aber diese Meldung hat jetzt auch ein ranghoher Vertreter des US-Geheimdienstes bestätigt. Heute früh stellt sich die Sachlage schon etwas anders dar. Mittlerweile ist klar, dass es Russland nicht war. Selbst US-Präsident Joe Biden sieht das so. Trotzdem zeigt der Vorfall, wie nah die Welt am atomaren Abgrund steht. Darüber diskutierten unser TV-Chef Paul Klemm und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Gestern um 15.40 Uhr schlug die Rakete ein, die die Welt heute in Schrecken versetzt und an den Rande eines Weltkriegs geführt hat. Sie hat zwei Menschen getötet und es handelte sich um eine S-300, eine Flugabwehrrakete. Und eigentlich war von vornherein klar, dass sie gar nicht von Russland aus hätte abgefeuert werden können, weil so groß ist der Radius der Rakete gar nicht. Also Russland liegt von der Einschlagstelle viel zu weit entfernt. Sie hätte höchstens von der Westukraine aus abgefeuert werden können, aber da sind die Russen ja noch gar nicht groß eingedrungen. Und eigentlich war die Sache klar von vornherein. Aber trotzdem wurde dann sofort eine Kette von Alarmstufen in Bewegung gesetzt, die einfach unfassbar ist. Also zuerst einmal wurde der russische Botschafter einbestellt von Warschau. Dann wurde die NATO alarmiert. Es gab eine Eilsitzung des polnischen Sicherheitsrates. Und es wurde allgemeine Panik verbreitet. Das Militär war in erhöhter Alarmbereitschaft. Und das Interessante finde ich, dass Polen die ganze Sache erst dementiert hat. Also der polnische Präsident hat sich ja erst geäußert, als quasi Joe Biden sich geäußert hat von der G20-Konferenz und gesagt hat, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es sich um einen direkten russischen Angriff handelt. Und erst dann, als quasi Washington rotes Licht gegeben hat, hat auch Warschau rotes Licht gegeben. Das finde ich in dem Zusammenhang zumindest verdächtig. Ja, also die Polen spielen mit dem Feuer, haben wahrscheinlich gedacht, wenn jetzt alle in Bali sind, inklusive Joe Biden, dann laufen die Befehlsketten vielleicht über untere Ebenen und dann können NATO oder amerikanische Stäbe vielleicht schon eine Gegenreaktion auslösen und dann sind wir schon voll im Krieg. Aber bevor ich die Polen als die Schlimmsten darstelle, möchte ich sagen, die Schlimmsten sind die von der Bild-Zeitung. Also ich habe hier die Titelseite mitgebracht von heute früh. Zwei Tote, Putin feuert Raketen nach Polen. Das ist die erste, wenn es heute früh am Kiosk ist, dann haben die das schon gestern Abend praktisch in die Druckerei gegeben. Da war noch überhaupt nichts klar, aber die halten schon mal drauf. Und noch schlimmer ist, was der Chefredakteur der Bild-Zeitung auf Seite 2 als Kommentar schreibt. Das muss ich vorlesen, das ist so unglaublich. Die russische Armee hat Polen bombardiert. Ob ein Versehen oder nicht, dies ist ein bewaffneter Angriff auf NATO-Territorium. Also egal, selbst ob es ein Versehen ist oder nicht. Die Russen haben die NATO angegriffen, jetzt geht's weiter. Die zwei wahrscheinlichsten Möglichkeiten, entweder Putin-Soldaten haben aus Versehen Polen getroffen, sie sind oft schlecht ausgebildet und betrunken, dann muss sich der Tyrann formvollendet entschuldigen, sozusagen auf Knien um Vergebung betteln. Wahnsinn. Während bewaffnete NATO-Kampfflugzeuge um sein Land fliegen. Oder, ich zitiere immer noch, oder Putin hat die NATO mit Absicht angegriffen, dann muss das Militärbündnis hart zurückschlagen. Das heißt, der Bild-Chefredakteur fordert NATO-Krieg gegen Russland, heißt also Weltkrieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine polnische Zeitung so schlimm geschrieben hat. Das ist unser Drecksblatt, diese Drecksbande, diese Bild-Zeitung, ja, die wollen uns in den Krieg reinlassen. Und auch interessant, ganz oben drüber steht, nach amerikanischen Angaben
Wenn du dann die Zeitung liest, sind gar keine amerikanischen Angaben drin. Mhm. Das haben die erfunden, mhm. weil der Biden hat ja von Anfang an gesagt, er weiß es nicht, muss man untersuchen. Und dann später hat er gesagt, okay, das waren nicht die Russen. Und die Bild-Zeitung, die sitzt da auf dem Schoß von bestimmten Schurken, Elementen, irgendwelchen Abtrünnigen oder Verrückten der US-Geheimdienste. Und die zusammen basteln am Reinreisen in den Dritten Weltkrieg, auch für unser Land. Das ist wirklich die schlimmste Drecksbande. Unsere Überschrift war ja, wollte Polen den Weltkrieg anzetteln? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also für mich sieht das wirklich nach so einer Panne aus. Wenn es eine False-Flag-Aktion gewesen wäre, müsste sie irgendwie geschickter gemacht worden sein. Was ich mir vorstellen kann, dass es eine ukrainische Protestaktion gegen den G20-Gipfel war, an dem ja Russland teilnimmt. Und spannenderweise hat auch Selenskyj gesagt nach dem Einschlag, das ist eine Botschaft an den G20-Gipfel, weil sich unter ihnen ein terroristischer Staat befinde. Also er hat ganz klar von einer Botschaft gesprochen. Er hat zwar von einer Botschaft Russlands gesprochen, also, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Ukraine da irgendetwas auslösen wollte. Und sie hat ja auch direkt danach gefordert, den Himmel zu schließen über der Ukraine. Das klingt immer so schön poetisch, wir schließen den Himmel. Dahinter verbirgt sich ja nichts anderes als der direkte Einstieg in den Weltkrieg, weil das hieße ja, NATO-Staaten sind verantwortlich für die Sicherheit des ukrainischen Luftraums, müssten dann also auch russische Flugzeuge abschießen, die dort eindringen. Das ist ja zwangsläufig so im Krieg. Und dann wäre es eine direkte Konfrontation mit Moskau, ein direkter Einstieg in den nuklearen Schlagabtausch eigentlich. Und da sieht man auch, wie skrupellos Selenskyj ist. Das, was er macht, geht weit über Landesverteidigung hinaus. Er nimmt in Kauf, dass die Welt an einem solchen nuklearen Schlagabtausch ausgeliefert wird. Also, was die Polen angeht, gestern Abend gab es, glaube ich, einen Sprecher, der gleich die Russen beschuldigt hat und auch über Artikel 5 des NATO-Vertrages, also militärischer Beistandspakt, Auslösung des Krieges gesprochen hat. Aber man muss sagen, im Laufe der Nacht sind die Polen auch in der Temperatur runtergefahren und heute hat der Staatspräsident Duda eindeutig klare Worte gesprochen, nachdem Biden sich entsprechend geäußert hat, wie du sagst, aber immerhin. Ich sehe tatsächlich den schwarzen Peter auch bei den Ukrainern. Man muss sich auch mal eines fragen. Also wenn die Russen jetzt eine Rakete losschießen, dann fliegt die ja von Ost nach West. Also rein theoretisch könnte die versehentlich oder absichtlich Polen treffen, weil sie fliegt ja von Ost nach West. Jetzt waren es aber die Russen nicht. Und die Russen sagen auch, sie beschießen zwar die ganze Ukraine im Augenblick, aber maximal bis 35 Kilometer vor der Grenze. So. Wenn jetzt eine ukrainische Abwehrrakete startet, um die russischen Raketen runterzufliegen, dann müsste die ja von West nach Ost fliegen, um die ankommenden russischen Raketen abzuschießen. Wie kommt es also, dass die ukrainische Abwehrrakete nicht von West nach Ost den russischen Raketen entgegenfliegt, sondern plötzlich nach Westen Richtung Polen? Also da kann ich mir auch vorstellen, dass es von den Ukrainern nicht Panne war. Ich meine, die hantieren da mit ewig alten S-300-Raketen aus sowjetischer Produktion, sondern dass da auch einer einfach die Rakete rumgedreht hat und gesagt hat, jetzt gucken wir mal, was rauskommt, wenn wir nach Polen reinschießen. Das stimmt, die Flugrichtung, das ist ein sehr guter Punkt, habe ich noch gar nicht bedacht. Und ich finde es auch bemerkenswert, also die Rakete ist ja nicht irgendwo eingeschlagen, sondern sie hat genau diesen Bauernhof getroffen, wo es dann auch zwei Todesopfer gab. Darf man ja auch nicht vergessen, es gab zwei Tote bei der Geschichte. Was die Schuld der Polen betrifft, ich glaube, es gab einige Kräfte in Polen, die jetzt diese Sache ausnutzen wollten, um da was zu bewegen auf NATO-Ebene. Ich meine, die Polen, die schielen ja schon sehr lange auf den Westteil der Ukraine. Es gab 2014 polnisch-russische Gespräche, wonach ja ein Teil der Ukraine abgetrennt werden und Polen zugesprochen werden könnte. Dieses Jahr gab es polnisch-amerikanische Gespräche, wonach Polen Friedenstruppen in die Westukraine entsenden könnte. Das klingt zwar auch sehr blumig, Friedenstruppen, aber heißt nichts anderes als eine polnische Militärdominanz im Westen der Ukraine. Also die sind schon scharf auf Lemberg und die ganze Region. Und man muss ja auch sehen, Polen ist geopolitisch ein großer Gewinner der aktuellen Situation. Also die beiden historischen Feindbilder, Russen und Deutsche, sind gegeneinander ausgespielt, ganz geschickt gemacht. Ja. Und Polen versucht jetzt natürlich auch zu profitieren von der ganzen Sache und sich hochzurüsten im Windschatten der Amerikaner und der NATO. Ja, aber hast du mitgekriegt, es war ja am Wochenende wieder die traditionelle Demo in Warschau zum Jahrestag der polnischen Unabhängigkeit, ja. Also so eine rechte Demo mehr oder weniger.
Und da war die Stimmung so anti-ukrainisch, ja, die haben gerufen, hier ist Polen und nicht die Ukraine und wir haben die Nase voll, uns den Ukrainern zu unterwerfen, okay, und so. Lichtblick. Also da tut sich doch auch einiges. Man darf Polen nicht als monolithischen Block sehen, noch nicht mal die polnische Elite. Mir scheint es da auch aggressive, unkontrollierbare Elemente zu geben und andere, die sagen, okay, jetzt halten wir mal den Ball flach. Wie ich vorhin schon sagte, auch bei den amerikanischen Geheimdiensten, auch das amerikanische Establishment ist kein monolithischer Block. Biden hat in der Nacht vergleichsweise eine positive Rolle gespielt, während andere offensichtlich mit der Bild-Zeitung zusammen die Sache aufheizen wollten. Da geht es also sozusagen drunter und drüber. Ich habe immer die Analogie mit dem Zweiten Weltkrieg auch in Erinnerung, wo Amerikaner und Briten, zum Teil auch die Franzosen, die Polen benutzt haben, um sozusagen die Krise im Sommer 1939 aufzuheizen und jede Gespräche mit dem Dritten Reich zu verhindern. Und dadurch wurde, die Polen waren sozusagen der Stolperstein, über die dann der Zweite Weltkrieg ausgelöst wurde. Was natürlich ganz klar zu verurteilen ist, sind diese vermessen hohen Reparationsforderungen Polens an Deutschland, weil auch Polen trägt Schuld. Und wir haben das nachgewiesen in unserer neuen Ausgabe, Geschichtsausgabe Polens verschwiegene Schuld, die ganz neu erhältlich ist unter kompakt-shop.de. Ja, Polen hat, wie wir in der Ausgabe zeigen, schon immer eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Nicht schon immer, aber jedenfalls in der Zeit 30er, 40er Jahre. Immer diese Frontstellung sowohl gegen Russland als auch gegen Deutschland. Daraus resultieren jetzt die Reparationsforderungen gegenüber Deutschland, 1,3 Billionen, wahnsinnig. Wir zeigen in dem Heft, dass das alles ungerechtfertigt ist und dass Polen selber bei der Auslösung des Zweiten Weltkriegs eine verschwiegene Schuld hat. Und wir haben ja darüber gesprochen, heute Nacht, was passiert ist im Zusammenhang mit den Raketen. Da wiederholt sich scheinbar was. Müssen wir aufpassen. Jedenfalls, liebe Zuschauer, wir sind in einer ernsten Situation. Es gibt maßgebliche Kräfte, nicht nur in Polen, sondern auch bei uns in den USA, die die Welt in einen atomaren Abgrund reinreißen wollen. Die Medien sind gleichgeschaltet, im Wesentlichen nur Kompakt TV hält mit der täglichen Nachrichtensendung dagegen. Deswegen verbreiten Sie gerade die heutige Sendung unter Verwandten, Bekannten, Kollegen, denn wir müssen der Hysterie und dem Kriegsfanatismus entgegenwirken und das tun wir hier täglich. Bevor es jetzt weitergeht mit der Sendung, sehen Sie noch einen kurzen Werbeclip zu unserer neuen Polen-Ausgabe Kompakt Geschichte und schreiben Sie uns gern wieder Ihre Meinung, Ihre Theorien in die Kommentare auf YouTube oder auf kompakt-online.de. Als die Corona-Maßnahmen kamen, hat Philipp Fussenegger seine Chance gewittert. In Berlin-Friedrichshain eröffnete der Roboter-Fan ein sogenanntes Cyber-Bordell, in dem die Prostituierten keine echten Menschen. Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.